Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zur absoluten Über-Assassinen-Legende Ezio Auditore. Wir werden jetzt in den zweiten Assassin's Creed-Teil reinzocken und wenn ihr Ehrenmänner und Ehrenfrauen zu eurem Wort steht und dieses Video unterstützt, ja, wie viele gefragt haben, dann können wir gerne ein bisschen weiterzocken. Das Abenteuer von Ezio in der Remastered Ezio Collection natürlich, ist klar. Und ja, ansonsten könnt ihr mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wer für euch der krasseste Assassine ist. Eure Top 3 nochmal in die Kommentare ballern. Wen findet ihr am krassesten? Ansonsten checkt natürlich die Videobeschreibung ab. Folgt mir gerne auf meinen Social Media Seiten, Twitter, Instagram. Auf Twitch streame ich in letzter Zeit immer häufiger. Und natürlich mir gerne auch auf Discord folgen. Und wenn ihr noch Bock habt, was zu gewinnen, dann macht beim Gewinnspiel von meinem Partner Instant Gaming mit. Könnt ihr ein Game gewinnen, gratis Game oder gratis Guthaben. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir durch. Mein Name ist Desmond Miles und ich bin ein Kriegsgefangener. Es ist ein Krieg, von dem ich nichts wusste. Zwischen zwei Gruppen, die ich nie für real hielt. Templer und Assassinen. Der Animus zeigte mir die Wahrheit. Was ich alles sah, was ich alles war. 1000 Jahre Geschichte fließen durch meine Adern. Zum Leben erweckt durch diese Maschine. Sie wollen mit ihr und mir etwas finden. Sie nennen es den Apfel. Ein Artefakt. Einer von vielen sogenannten Edensplittern. Die Templer sammeln sie. So behalten sie ihre Macht. Und wenn die Templer noch einen Splitter finden, wird sich alles ändern. Sie wollen uns alle versklaven. Als sie mich hierher brachten, hatte ich Angst davor, mich zu wehren. Jetzt habe ich Angst vor dem, was kommt, wenn ich es nicht tue. Aber ich schaffe es nicht allein. Vielleicht muss ich es auch nicht. Ich traf jemanden. Ihr Name ist Lucy. Sie scheint auf meiner Seite zu sein. Aber sie ist fort. Entführt von diesem Bastard Warren Widdick und seinen Templerherren. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen wird. Oder was mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich hier raus muss. Und zwar ziemlich bald. Mein Name ist Desmond Miles. Und das ist meine Geschichte. Wir müssen weg. Lucy, wo warst du? Warum sind die... Los! Tja, Leute, ja, er sieht ein bisschen komisch aus, direkt, wa? Jetzt kurz nach dem ersten Teil, den wir gemeinsam durchgezockt haben, nochmal. Desmond? Ist natürlich die Remastered Collection, ja, also Ezio Collection. Rein da. Wo kommt das Blut her? Ist alles okay? Also, wir haben vielleicht 10 Minuten. Vielleicht. Bevor sie merken, was ich getan habe. Wenn wir bis dahin nicht unterwegs sind, dann... Was? Wir fahren weg? Desmond, ich verspreche, ich beantworte all deine Fragen. Später. Aber jetzt sei bitte ruhig und tu, was ich dir sage. Also bitte steig in den Animus. Okay. Oh, Liebling, es tut mir leid. Ich war in der Bank, als ich es erfuhr. Komme ich etwa zu spät? Gib den mir. Giovanni. Psst, meine Liebe, alles wird gut. Du bist ein Auditore. Du bist ein Kämpfer. Also, kämpfe. Hört ihn an. Ein paar kräftige Lungen. Und wie sollen wir ihn nennen, Liebster? Ezio. Ezio Auditore da Firenze.
Scheiße, Mann, warum habe ich jetzt schon Gänsehaut? Was ist hier los, Alter? Ich liebe diesen Teil über alles, ohne Scheiß. Jetzt schon direkt Gänsehaut. Boah. Komm, ja. Ja. Ja, was? Ich brauche einen Moment. Keine Zeit, Desmond. Wir müssen gehen. Alles klar, Lucy. Und wir kommen hier wirklich raus? Abstergo hat echt abgefahrene Innenarchitekten. Bleib bei mir. Hey, Sie haben hier nichts zu suchen. Öffnen Sie die Tür. Ich mache Meldung. Ui, er macht Meldung. Wiederhole. Zwischenfall im Forschungstrakt. Was tust du denn, Desmond? Hier nach. Wie, was tue ich, Alter? Ich renne hinterher. Da sind sie. Lass sie nicht entkommen. Alter, da spritzt das Blut, Junge. Scheiße. Ich würde doch so ein Teleskop-Schlagstock mitnehmen, Alter. Ich verstehe es immer nicht. Das an. Alter, das ist so krass gewesen damals, ey. Was ist mit den Kameras? Die zeigen nur alte Aufnahmen. Was meinst du, wie ich deine nächtlichen Aktivitäten vor Abstergo verbergen konnte? Was, wichsen oder was? Hä? Machen wir doch nicht. Aber jetzt jagen sie uns. Wir müssen hier weg. Sowas machen wir nicht. Das war Training. Hanteltraining unter der Bettdecke. Vorsicht. Wir müssen zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Komm mit mir. Aber halt die Augen offen. Ich möchte ungern kämpfen. Ist das ein Animus? Ja, das ist so Matrix-mäßig gerade so ein bisschen. Nur, dass wir keinen Anruf bekommen haben. Was zur... Wie viele gibt's denn davon? Also zumindest erinnert mich das so ein bisschen an den Anfang von Matrix 1. Wo der denn aus den Büros rausschleicht. Sagt man Animusse oder Animi? Was denkst du, Lucy? Lucy, wofür brauchen die so viele? Desmond! Mist. Ich dachte, die Karte reicht. Das ist ein separates System und ich habe keinen Code. Moment. Komm schon. Was hast du gemacht? Ich hab keine Ahnung. Gehen wir. Na, das war ja klar. Was war das im Animus? Subjekt 16? Ezio? Audi irgendwas? Ich glaube, wir haben uns geirrt. Und deshalb müssen wir hier raus. Wittig und die Templer, sie sind nur ein Teil des Problems. Wie meinst du das? Ich erklär's, wenn wir da sind. Wo denn? Hey Jungs, was geht? Jawohl, Junge, das ist einfach... Ich weiß nicht, was ich sagen soll, oder? Scheiße! Jetzt Desmond, mach doch mal was, Mensch! Hilf mir, Lucy! Jetzt kloppt ihr noch platt, Lucy! Was macht ihr da? Guck mal, wie die da zuguckt, wie ich hier wie so ein Schnitzel platt geklopft werde, ey. Was soll das? Bam, Junge! Bam! 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 So. Let's go! Hauen wir ab! Zu deinem eigenen Schutz. Oh Mann. Wir sind fast da. Ist auch ein bisschen blöd. Die wissen ja, dass wir mit ihr unterwegs sind. Die bricht. Sie ist ja auch aufgeflogen. Ist ja jetzt nicht so, dass sie uns da undercover-mäßig rausbringen aus dem Knast. Sag mal, mir fällt es jetzt erst gerade so krass stark die Narbe an der Lippe auf. War das im ersten Teil auch schon so krass sichtbar oder was? Wie war das?
Vielen Dank. Toll. Durchgeschüttelt. Im Kofferraum. Super. So, erfahre ich jetzt, was hier los ist? Es gab einen Grund für die Flucht, Desmond. Ist klar. Wir brauchen Hilfe. Bei was? Noch nach Schatzsuche durch die Zeit? Abstergo wird den Edenapfel ersetzen. Dabei hilft ihnen die Karte, die dein Vorfahr gefunden hat. Die anderen Assassinen, sie tun, was sie können, wo sie können, aber... Was? Wir verlieren den Krieg, Desmond. Die Templer sind zu mächtig. Jeden Tag sterben mehr von uns. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Wir bilden dich aus. Du wirst einer von uns. Was? Nein, nein, du hast mich in Aktion gesehen, ich kann das nicht. Und selbst wenn, das würde Monate dauern oder Jahre. Nein, nicht mit dem Animus. Nicht mit dem Sicker-Effekt. Ich bin doch nur ein Mann. Manchmal ist das schon genug. Und deshalb hast du ihn gefunden. Meinen Vorfahren. Wie hieß er noch? Ezio? Wenn du seinen Fußstapfen folgst, lernst du alles, was er lernt. Genau wie er. Jahre des Trainings erlernt in ein paar Tagen. Du hast mich aus Abstergo hierher gebracht, um mich zu einem Assassinen zu machen? Nun, es ist mehr als das. Aber das muss warten. Vertrau mir. Okay? Okay, bin dabei. Was soll ich tun? Ehrlich? Im Ernst? Ich dachte, du würdest dich drüber freuen. Entschuldigung, ich bin etwas überrascht. Ich habe die ganze Fahrt darüber nachgedacht, wie ich dich überzeugen könnte, mitzumachen. Schon gut. Nach dem, was diese Schweine mir angetan haben, bin ich willens, in der Lage und bereit. Vielen Dank. Ich finde ihr Gesicht so unnormal gruselig, Alter. Die sieht aus, als wenn die irgendwie 30 Operationen hinter sich hat. Im Gesicht. Also das ist, also das haben sie wirklich noch nie hinbekommen, aber Ubisoft, also das Spiel ist 11 Jahre alt. Gefühlt sehen die Gesichter genauso gut oder schlecht aus wie Watch Dogs Legion, Alter, Junge. Also die können es einfach nicht. Die können keine Gesichter, die können es einfach nicht. Gott, ist das lange her. 7 Jahre, ist das zu glauben? Allerdings. Willkommen zurück. Ah, das muss unser berüchtigtes Subjekt 17 sein. Desmond Miles, richtig? Wer sind Sie? Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Ich bin Sean Hastings. Das ist Rebecca Crane. Schön, dich kennenzulernen. Ja, nun, war ein tolles Gespräch. Aber wenn du erlaubst, fangen wir am besten gleich an. Jede Minute zählt. Zurzeit sogar doppelt. Wir haben alles fertig vorbereitet, Lucy. Sag Bescheid und wir legen los. Hier, habt ihr was mitgebracht? Ein Abschiedsgeschenk von Abstergo. Wow, der Gedächtniskern. Der helle Wahnsinn. Mit diesen Daten müsste es noch viel schneller gehen. Ich guck mir gleich mal den Code an. Ey, Rebecca hat so eine Rattenmädchenfrisur, Alter, oder? Jetzt mal ernsthaft. Freunde, mir ist gerade eine Frage in den Kopf gekommen, wo ich noch nie eine Antwort gefunden habe. Aber vielleicht wisst ihr das. Oder vielleicht wurde es auch noch nie gesagt. Wie vergeht die Zeit im Animus eigentlich? Also wenn Desmond eine Stunde im Animus drinnen liegt, jetzt in der echten Zeit, wo wir jetzt sind, ja, in der echten Welt, wie viele Tage können im Animus selbst vergehen? Weiß man das? Wurde das irgendwann mal richtig gesagt? Oder, weißt du? Weil ich musste gerade irgendwie so ein bisschen an den Raum von Zeit, von Raum und Zeit denken. Aus Dragon Ball. Weil wir auch trainieren wollen, quasi durch den Sicker-Effekt. Wie schnell geht das eigentlich? Weiß man das? Ich weiß es nicht. Was ist denn das für ein Zeug? Dieses Zeug, Desmond? Oh, das ist nichts Besonderes, ehrlich. Nur das Zeug, das die ganze Operation hier zusammenhält. Im Ernst. Ich muss mich ziemlich konzentrieren, damit das klappt. Also entschuldige, dass ich keine Zeit habe, dir meine Hobbys aufzuzählen. Sean betreut unsere Wissensdatenbank. Eine digitale Bibliothek. Er ist quasi mein Beifahrer, wenn du im Animus bist. Wenn dir also irgendetwas auffällt, Leute, Orte, Ereignisse und so weiter, erzeugt er einen Datenbankeintrag mit weiteren Informationen. Ja. Aber nicht nur Datenbanken. Ich leiste taktische Hilfe für die anderen Assassinen. Du weißt schon, Desmond, für die da draußen, die richtig arbeiten. Ihr Leben riskieren und so Kleinigkeiten. Ja, so wie du gerade, wa? Du bist ja auch gerade draußen in Action. Hallo, Desmond. Hau ab. Ach, schon, Alter. So ein kleiner Pisser einfach nur. Aber trotzdem sage ich euch ehrlich... Diese drei Leute, oder Rebecca und Sean besonders, ey, lieber die als Layla, Alter. Layla, also das ist einfach, lass uns nicht drüber reden. Also ich wollte mich nur bedanken und entschuldigen. Wofür? Weißt du, damals, das alles bei Abstergo, das war nur, ich war nicht bereit. Schon gut. Nein, wenn ich drüber nachdenke
und weiß, dass es die Templer noch gibt, was sie planen. Das ist vorbei, Desmond. Jetzt bist du hier und nur das zählt. Lucy, ich habe Dinge gesehen. Symbole in meinem Zimmer. Der Code an der Tür. Genau wie Altair. Das ist der Sicker-Effekt. Du übernimmst mehr als nur Erinnerungen von deinem Vorfahren. Du übernimmst seine Talente. In dem Fall das Adlerauge. Talente? Du bist jetzt empfänglicher. Wenn alles klappt, dann wirst du alles lernen, was Ezio im Animus lernt. Das soll funktionieren? Ich ein Assassine? Du bist schon ein Assassine. Du wirst nur besser werden. Ja, und zwar viel besser, hoffe ich. Ich meine ehrlich, ich habe die Bänder gesehen. Du hast nicht mal versucht zu entkommen. Arschloch. Tut mir leid, Desmond. Ich hab zu tun. Wir können uns später unterhalten. Na, oh. Hey, Desmond. Jetzt. Wie geht's? Ich frage mich gerade, was deine Aufgabe hier ist. Ich kümmere mich ums Baby. Ich halte die Kiste am Laufen. Baby? Du meinst den Animus? Eigentlich bevorzuge ich Animus 2.0, weil das Baby doppelt so gut ist wie alles bei Abstergo. Die Templer haben vielleicht mehr Kohle als wir, aber keinerlei Ehrgeiz. Keinen Kampfgeist, keine Leidenschaft. Deshalb, trotz all ihrer Ressourcen, alles, was die können, kann ich besser und schneller. Übrigens, setz dich, wenn du soweit bist, dann können wir anfangen. Ich muss hier nur noch etwas einstellen. Sorry, keine Zeit. Okay, gut. Dann ab in den Animus, in den Animus 2.0. Also, wie funktioniert das? Natürlich. Einatmen. Ah, was bist du, ein kleines Mädchen? Sean. Naja. Und los. Ja, Animus und Schlafen legen ist wohl nicht nur im Videospielform hängt wohl zusammen. Gut, das verstehen jetzt nur Rap-Fans, oder? Also, Animus und Schlafen auf der Couch. Naja. Ich fand ihn schon lustig. Doch, doch. Ja, das feiere ich auch so mit diesen Einblendungen da immer rechts. Fand ich so geil auch immer. Wie sich die Stadt auch immer aufbaut. Ey, so. Gott. Mein Gott. Das Spiel ist so geil. Bitte Ruhe, meine Freunde. Silenzio. Danke. Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre. Vieri de Pazzi schändet meinen Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz. Wenn wir... Schluss mit dem Unsinn, Idiot. Buonasera, Vieri. Gerade sprachen wir noch von dir. Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling! Angst, die Dinge selbst zu regeln? Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. Tötet ihn! Tja, Freunde, da haben wir die Narbe an der Lippe. Vor allen Dingen, was auch krass ist, hier sieht man besonders, dass Desmond und Ezio so krass aus einem Gesicht sind oder aus einem Gesicht geschnitten sind. Wie sagt man das? Ihr wisst schon, was ich meine. Man sieht es einfach krass. Dem werden wir jetzt natürlich erstmal auf die Fresse gehen. Im Prinzip eigentlich Bonzenschlägerei hier gerade, wenn man mal ganz ehrlich ist. Eigentlich nur eine Bonzenschlägerei gerade. Weil Ezio ist ja jetzt auch nicht unbedingt der ärmste Schlucker. Hey! Hinter dir! Federico! Was tust du hier? Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Und? Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist, was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen. Junge, Ausdauer hat Ezio ohne Ende. Das ist kein Problem. Ja,
Kann man eigentlich schon kontern? Ja, muss man sagen. Bam, Junge! Jawohl, hier, komm, Opa, was machst du denn hier, Alter? Jawohl. Zurück! Zurück! Ja, zurück, du kleiner Hosenschlüssel. Halt ein! Was? Wir haben fast gewonnen. Deine Lippe. Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. Ja, durchsuch sie. Gut, das Plündern war auch ganz cool eigentlich so, dass man dann schnell an Kohle rankommt. Babine, das sollte genügen. Jetzt weg hier, bevor die Wachen kommen. Ja, weg hier. Ach ja, ach ja. Komm, das machen wir noch. Schnell, Ezio. Je eher wir beim Doktor waren, desto eher können wir schlafen. Ja, es ist mitten am Tag, aber lass schlafen gehen jetzt schon. Federico! Federico zum Doktor folgen, alles klar. Federico, los geht's. Ja, Freunde, das Remastered, die Ezio Collection ist zwar vielleicht ganz cool so für Neueinsteiger auf jeden Fall auch. Klar, sieht es natürlich auch besser aus als die alten Spiele, aber ich sag euch ganz ehrlich, der erste und zweite, ey, die könnten es eigentlich auch wie Capcom das gerade macht, die könnten einfach, ist ja so eine Riesenmarke, die könnten einfach ein richtig geiles Remake zu den beiden Teilen machen. Oder wenigstens zu den Ezio-Teilen. Das wird sich bestimmt locker Millionen Mal verkaufen, 100%. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Es ist nichts, ehrlich. Ihr müsst ihm helfen. Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. Fottiti. Das war's auch schon und jetzt verschwindet ihr. Grazie. Hier lang. Grazie mille. Herrliche Nacht. Allerdings. Ich wünschte, sie wären alle so schön. Doch, warte. Sie sind's. Wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja, ich bekäme lieber keine Standpauke. Ein kleines Rennen, hä? Wohin? Zum Dach dieser Kirche. Ja, machen wir noch. Ein Rennen. Let's go. Dann auf drei. Uno, due, tre. Der Kleine muss noch so viel lernen. Junge, hör doch mal auf zu stöhnen. Was ist denn los? Komm, du die Musik. Oh, shit. Hab ich den. Ach, fuck, hab ich den Punkt vergessen? Ne, er ist das Blaue, oder? Okay, ich dachte schon, hätte ich einen Checkpoint übersehen. Wohin gehst du? Wart ab. Boah, die Musik. Ey, wenn das. Ey, Freunde, ohne Scheiß. Ich sag's dir jetzt schon mal, wa? Ich weiß es nicht. Ich hatte eigentlich keine Probleme mit den alten Videos von Assassin's Creed. Aber soll das Probleme geben, wegen der Musik, raste ich komplett aus, wa? Ich sag's dir jetzt schon mal. Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Das Beste möge es sich nie ändern. Und möge es uns nie ändern. Boah, so geil. Also wer jetzt keine Gänsehaut hat, ist nicht lange dabei. Oder hat damals den zweiten Teil gespielt und spürt es gar nichts mehr. Der ist innerlich tot. Unfassbar. Unfassbar geil. So, genug davon. Wir sollten wirklich nach Hause. Gehen wir. Warte. Was? Ezio, lass Christina schlafen. Dafür bleibt schon genug Zeit. Nachher. der schönen Christina. Es hört ja gar nicht auf. Das wollte ich eigentlich noch mitnehmen. Es hört ja gar nicht mehr auf hier, Mensch. Ich verstecke mich besser. Sucht weiter!
Er kann nicht weit gekommen sein. Die Hackfressen. Ey, der links daneben. Alter, zieht euch das mal rein, der da. Alter Schwede. Das ist doch nicht mehr normal, die Gesichter. Christina! Christina! Wer ist da? Ich! Ezio, ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Ich weiß. Warte, das meinte ich eigentlich nicht. Komm her. Oh, Ezio. Oh, Ezio. Tja, da wird nicht lange gefackelt. Da gibt es leider kein kleines Minigame. Wie mit Kratos. Ey, diese Musik. Christina! Christina! Wach auf! Dein Hauslehrer kommt bald. Komm, meine Tochter. Ist es denn wirklich so schlimm, dass... Filiotunkane... Was soll das? Perdonate, Messere. Bitte verzeiht. Ich bring dich um. Ach, bitte. Das ist nicht nötig. Wache, Wache. Bringt mir seinen Kopf. Jetzt. Es gibt absolut keinen Grund für Gewalt. Kommt doch, Jungs. Zu gewährleisten. Ihr verwechselt mich mit jemand anderem. Sie brauchte Hilfe bei einigen Dingen. Ich bin quasi unschuldig. Er wird sich noch etwas brechen. Nö, eigentlich nicht. Lacht am besten. Alter, heftige Weisheit. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Haben die mich gesehen oder was? Oder warum dauert das jetzt hier 18 Jahre, bis wir da endlich... Wollte gerade sagen, Alter. Ach ja. Wunderschön, wunderschön. Vor allem kann man endlich hier unter diesen Kästen hochklettern, weil beim ersten Teil ging es nämlich nicht. Man musste immer zur Seite wegklettern. Und es geht einfach so viel smoother, das Klettern hier. Also viel schneller. Ist einfach besser. Einfach besser als der erste Teil. Spielerisch. Für mich persönlich auch storymäßig. Aber, ja. Gut, Freunde, nehmen wir den Turm noch mit. Und dann liegt's an euch. Es liegt an den ganzen Leuten, die geschrieben haben, mach bitte auch Ezio, mach bitte Ezio. Also, wie gesagt, wenn ihr zu eurem Wort steht, unterstützt das Video. Wir werden es ja dann sehen und dann können wir gerne ein bisschen weitermachen. Ansonsten, danke erstmal fürs Zusehen. Und wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare eure Top-Assassinen. Und ja, dann hört man sich vielleicht beim nächsten Mal. Also, danke fürs Zusehen erstmal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, haut rein.